Schon episch, ne? Damit herzlich willkommen zu Spyro the Dragon. Und zwar spielen wir alle PlayStation-Spiele an chronologisch und sind im Oktober 1998. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hatte es in irgendeinem Kontext, hatte ich es mal irgendwie angespielt. Ich weiß aber nicht mehr wo, weil ich selbst hatte das Spiel nicht. Ich weiß, bei einer Freundin, ja. Die Mutter hatte viele PlayStation-Spiele. Weißt du, wie sie mich mal gefragt hat, wie kommt man bei Herr der Ringe weiter? Die Gefährten, ich hab's auch nicht geschafft, ne? Da mit dem schwarzen Reiter. Wir gehen aufs Spielbeginn. Zugriff auf Memory Card. Hat keine. Ja, machen wir mal. Genau, gespielt wird auch ein Emulator, weil die Frage häufiger kommt. Aber jetzt keine Filter oder sonst was großartig drüber gelegt, sondern einfach nur die Auflösung hochskaliert. So dass das Ganze wirklich heutzutage noch schick aussieht auf den modernen Fernseher. Okay, Action. Was? Oh, ein Drachenleben lang herrschte Frieden in unseren fünf, oder sind es sechs Welten? Wir haben jetzt 12.000 Juwelen. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork? Wie ich höre, hat er eine Zauberformel, mit der er Edelsteine in Kämpfer für seine Sache verwandelt und arbeitet an weiteren Formeln. Das beantworte ich. Gnasty-Gnork ist eine einfache Kreatur. Einfach? Er ist in einer fernen Welt gefangen und stellt keine Gefahr für das Drachenreich dar. Keine Gefahr! Und außerdem ist er hässlich. Hässlich! Jetzt Glanz! Sieht aus, als wartet Arbeit auf mich. Also das Intro jetzt kannte ich nicht, also zumindest war es mir nicht mehr bewusst. Fand die Stimmen, fand ich ganz lustig gewählt, so, waren so ein bisschen drüber. Von Spyro die Stimme fand ich vollkommen unpassend. Geil. Also dadurch, dass ich chronologisch durchgehe, kann ich schon allein dieses Bild gerade schätzen. Genau, du hast ja ein Fliegeteil irgendwie mit dabei, was dir drei Treffer abfängt. Ich bin so gespannt auf die Steuerung und Kamera, weil damit tue ich mich gerade so schwer, diese Panzersteuerung bei den PS1-Spielen. So, okay. Mal gucken. Mit einem Du. Okay, na, musst du mal so ein bisschen nachdenken. Bisschen gucken. Der zieht so ein bisschen nach, wenn du lenkst, ne? Also schlittert noch so ein Stück. Kriegen wir aber hin, so, warte mal, X ist springen. Richtig fliegen können wir nicht. Oh, okay. Jetzt bin ich da runtergeflogen, was eigentlich noch nicht der Plan war. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier wieder hoch. Framerate ist gut. Wir sind aber, was, ne, die 24 FPS oder was das sind. Also, warte mal, Viereck. Oh, Viereck ist rennen. Und Kreis ist dann. Feuerspein L1, L1 und R1 ist zur Seite slide. Ach, und R2 und L2 Kamera drehen, wie bei Medieval. Vorher noch nie so wahrgenommen. Danke, dass du mich befreit hast. Rette 10 Drachen in dieser Welt. Der Ballonfahrer bringt dich dann in die nächste Welt. Was ist mit Nastinok? Den will ich kriegen. Suche zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Also ich finde die Stimme von. Wer bist du? Okay. Heißt Spiel speichern, Drachen wiederholen. Ah, okay. Okay, weiter. Na, ich bin super gespannt. Und du hast kein Nebel hier, was halt wirklich direkt auffällt. Na, ihr kennt es von Silent Hill und so, dass du halt Nebel hast, der dann auch ikonisch wurde. Also, irgendwie, na, das fand ich ganz geil mit den Hinweisen. Anscheinend gibt es nicht nur 12.000, sondern 14.000 Diamanten. Wie gerade angesprochen, kommst du nur weiter. Ah, okay, warte. Wie haben wir da? Haben wir, okay. Probieren wir mal. Achso, der rennt einfach weg. Ich den getroffen. Ach, Kamera mitdrehen. Oh. Achso, ja, das ist wieder der Wo eingefrorene ist Drache. Nastinook? Den grill ich! Immer mit der Ruhe, Spyro. Du musst noch viel lernen. Weißt du, wieso dir die Libelle folgt? Ihr Name ist Sparks und sie beschützt dich.
Behalt sie im Auge, dann siehst du, was ich meine. Sehr cool. Vom Schwierigkeitsgrad fängt es wohl einfach an, so warte mal, wenn ich jetzt hier wieder hingehen würde. Genau, wie das hier. Okay, weiß ich Bescheid. Werd an den Punkten immer wieder zwischenspeichern. Es sieht aus, als wären hier super viele Speichermöglichkeiten. Ah, okay. Wir können nicht schwimmen. Dann würde er mich dorthin packen. Okay, interessant. Interessant, ja. Da laden wir neu. Das heißt, hier drüben wird es irgendwas geben anscheinend. Ja. Und auch nicht. Achso, und das ist jetzt die Libelle quasi. Ah, und jetzt ist er weg. Okay. Aber können wir da irgendwas machen? Wir könnten mal versuchen, müssen wir da irgendwie rausspringen auf die verschiedenen? Vielleicht müssen wir ja aber auch später irgendwie wiederkommen. Der Detailreichtum fürs Jahr 98 ist ja Wahnsinn. Aber Wahnsinn auch, wie stark der Oktober ist. Medieval ist da auch in dem Monat, kam raus. Weiß ich was noch, habe ich schon wieder vergessen. Alles Formel 1 98, was ein totaler Reinfall war. Ja, werde ich natürlich hier das Spiel durchspielen. Ich wollte das eigentlich mal mit einem Feuerspein ausprobieren. Ah ja, weiß. Ah ja, okay. Verschwinden die wieder? Nee, oder? Ich hoffe mal nicht. Nö, nee, sieht nicht so aus. Sehr cool. Kann ich mit den Bäumen irgendwas machen? Nee. Dreieck ist irgendwie... Oh, Dreieck gedrückt halten. Kamera von nahen, geil. Okay. Ja, die Kamerafahrt ist ein Traum. Okay. Schafe. Ja, ich treffe halt gar keinen. Doch, jetzt getroffen. Boah. Schwierig. So, nehmen wir uns den Auscorn. Ah, okay. Und hier ist dann eine andere Welt, oder wie? Oben haben wir alles. Okay, das ist ein bisschen schwer. Oh. War der gut, oder was? Hm, Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber geht. Geht gut, also gar keine Beschwerde. Das war's, runtersliden. Gibt's eigentlich später irgendeinen Teil, wo Spyro dann erwachsen ist? Und fliegen kann? Nee, ne? Ah, wieder vorbei. Okay. So, und dürfen wir hier ja fast alles erledigt haben. Da oben. Bringt das was mit den Schafen hier? Ja, anscheinend nicht. So, warte mal. Haben wir hier? Aha. Gut, dann will ich aber verschauen. Komme ich hier schon rauf? Bloß so zu Deko-Zwecken anscheinend. Achso, Kamera mitdrehen, ist so ungewohnt. So. Ah, okay, okay, fast. Scheint aber das Rätsels Lösung zu sein. Da hinten ist ja auch noch irgendwie. Na, vielleicht wird der freigeschaltet. Geil. Musik finde ich okay, finde ich, also zumindest das jetzt noch nicht irgendwie mega positiv hervor, also neutral, keine Ahnung. Schwierig zu steuern da sein Hörnchen, achso hier, ne?
Hagus. Echt cool. Mach das nochmal. Zum Artisan-Boss geht es durch das Maul des Drachen. Aber du bist noch nicht bereit, Spyro. Du musst erst in eines der anderen Artisan-Länder. Okay. Ja, die geben immer Hinweise, die Drachen. Haben wir hier noch irgendwas? Ach, guck mal, du kannst hier sogar reingucken. Kannst dich auch irgendwie durchbacken. Finde ich aber cool, wie du geteasert wirst. So, okay. Gehen wir hier wieder hin und halt die Rennfunktion ist schön. So, da können wir bestimmt durch. Haben wir hier jetzt erstmal alles weg. Hier ist auch einer, da geht's lang. Und Urgan. Was ist das? Komm, erstmal hier das einsammeln. Oh, guck mal. Ach, ein Lehm. So cool. So, da würde es reingehen. Was haben wir hier? Nehmen lieber einen Dualshock-Stick. Ist das Dualshock-Stick? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, die Steuerung wird nachher noch so zu ein paar Problemen führen. So, aufhören. So. Ich drehe mich und lasse jetzt los. Ja. Schwierig. Ah, okay, okay. Feuer speichern. Will hier noch nicht hin. Sehr cool. Oh, guck dir diese Weitsicht an. Also klar, da hinten, ne? Wird auch, glaube ich, öfter mal hervorgehoben als eins der Spiele, die als erstes da diese Technik hatten, dass du verschiedene Texturen hast, ne? Für ja, eine Darstellung, also dass du je näher du rankommst, dass dann eine andere Textur, eine klarere geladen wird. So kannst du natürlich weit entfernte Sachen darstellen, ohne dass es so viel Rechenleistung braucht. Und dadurch ist sowas erst möglich und das ist genial. Sehr, sehr schön. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dem. Also es haben zu dem Zeitpunkt bestimmt schon 40, 50 Spiele irgendwie benutzt, aber nicht in der Extreme. Also so für Landschaftsansichten selten. So bei Rennspielen oder so, dass dann ne, von weiter weg das Auto nicht so doll angezeigt wird. Sowas, ja. Marco, der Ballonfahrer. Wenn du dich als würdig erweist, indem du 10 Drachen rettest, kannst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Balloon? Ballon. Kann ich hier runter? Mann. Aha. Können natürlich nicht schwimmen. Geht unser Feuer aus. Wie cool. Genial. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal in irgendeins der Tore. Vielleicht mal hier rein. Dark Hollow. Sehr, sehr cool. Zu Level Dark Hollow. Juwelen gefunden? 0. Okay. 74. Na denn. Okay. Ist das cool gemacht? Oh, die Grafik ist geil. Immer schön umschauen. Oh, die haben Schilder. Die musste dann, glaube ich, umrennen. Sehr cool. Ist das genial. Was ist mit den Fröschen? Keine Ahnung. Sah so ein bisschen so aus, als wenn es oben Fernkämpfer.
schwer zu sagen. Okay. Sieht mir so. Warte mal, das ist doch der Feind, ne? Ist das nicht der böse? Gucke und du siehst jetzt, dass er ein bisschen detailarmer ist. Und je näher du rankommst, desto stärker wird er dann. Ja, also desto detaillierter wird er angezeigt. Und diese Technik. Da war Spyro echt ein Showcase. Und hat wohl den Beweis geliefert, na? Ich glaube, wir brauchen Schlüssel. Hat wohl einen Beweis geliefert, dass PlayStation auch sowas wie Mario 64 hinbekommt. So, da können wir rüber. Wir schauen aber erstmal hier, ne? Oh, da habe ich voll Bock drauf, das durchzuspielen. So, wo lang als erstes? Gehen wir runter? Gehen wir runter. Oha. Okay. So, wir können natürlich Feuer drauf machen. Okay. Das gefällt ihm wohl nicht. Okay. Oh. Ah, Musik finde ich nicht so doll. Ist wohl von dem Ex-Drummer von Police, also, ja. Macht mir wohl keinen Schaden. Okay, hier ist ein Drache. Da ist ein Schlüssel. Sehr schön. Kamera drehen. Oh, und die Lichteffekte. Traumhaft für das Jahr. Traumhaft. Müssen wir aufpassen. Ich würde sagen, erstmal hier hin. Da unten liegt noch einer. Und wer hier neu ist, ich arbeite mit Zwischenspeichern, genau. Dann kann ich einfach den machen. Oswin. Psst, Spyro. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Drück die Dreiecktaste, um zu zoomen und dich umzuschauen. Oh, dein Geheimnis ist in guten Händen. Von wem ist das die Synchronstimme? Die kennt man, ne? Das ist so genial und der Kopf dreht sich auch noch mit. Aber das lässt hoffen, was jetzt so alles noch kommen wird. Also deswegen, ich habe mit der PS1 angefangen, weil ich Bock hatte zu wissen, wie es so losging mit den 3D-Spielen. Das war ja natürlich die Konsole, natürlich auch N64 sowas. Aber die Konsole von den Verkaufszahlen und alles, wo dann doch das meiste stattgefunden hat. Geil. Also wie, was, und ist jetzt weg oder wie? Okay. Achso, aber hat er jetzt als Checkpoint gespeichert, denke ich? Wir schauen. So, und da ist der Schlüssel. Schön, schön. Den da hinten nicht vergessen. Ja, in der Steuerung kommt man schnell rein. Hatte ich ein bisschen Bedenken, aber toll. Ich hoffe, viele, viele Spiele nehmen sich da ein Beispiel dann. Da wartet halt immer so ein bisschen, bis die Klonen und sonst was oder bis das halt wirklich dann nachgemacht wird. Was gut ist. Weil hast ja dann doch, wenn jemand das nachmacht, dann wird es ein bisschen abgeändert. Dann kann es vielleicht sogar noch besser werden. Aber es dauert halt immer, bis das ankommt. Genauso wie Resident Evil, dann gibt es ja auch einige Klone. Meistens sind 98 noch gar nicht auf dem Markt. Und warte mal, 96 kam Resident Evil 1. Eins hatten wir schon. Achso, Okay. Okay, da muss man bestimmt ein Feuer anzünden. Und der arme Frosch. Okay, ist einfach nur weg. Ach,
genau, die kleinen Viecher muss ich zur Strecke bringen. Weiß nicht was, ja, okay. Zur Strecke bringen, damit die Libelle sich wieder auflädt. Ist dann so quasi Futter für Spyro oder für die Libelle. Sah so ein bisschen aus, als hätte die Libelle zugeschnappt. Warte mal, wir probieren das erstmal. Da ist noch ein Steindrache, den wir befreien müssen. Oh, geil. Ach, ich liebe Comic-Grafik. Weil da ist einfach auch immer viel, viel mehr drin. Detailreichtum und alles. Liebe das. Ich bin gar nicht so der Comic-Fan, aber Comic-Grafik finde ich geil. Altert auch viel, viel besser. Muss allein überlegen, wenn du dir WoW anguckst, 2004, und da mal ein anderes Online-Rollenspiel so aus dem Zeitraum als Beispiel nimmst. Da ist dann WoW definitiv das besser gealterte. Muss das lernen, Sätze zu Ende zu führen, sonst ist das alles anstrengend. So, nehmen wir erstmal den mit. Darius. Große Feinde wie diesen Gnork mit einer Keule kannst du nicht umstoßen. Aber ein kurzer Feuerstoß, das dürfte helfen. Dankeschön. So, was war jetzt mal? Ich will mal wissen, wie das funktioniert. Spiel speichern. Sag nicht, dass ihr... Oh, du hast eine Autospeicherfunktion. Sag mal, nach Hause. Nee, jetzt geht's nicht nach Hause. Schade, dass du keine Anzeigen hast, wie viel Diamanten es insgesamt gibt. Könnte man ein bisschen gezielter suchen. Ich glaube nicht, dass ich einen 100% Run mache. Aber gerne so viel wie geht mitnehmen. Weiß noch nicht, was das Feuer jetzt gebracht hat. Eine Keule anrüsten. Okay, einer reicht bisher. Die Bälle müssen wieder aufgefüllt sein. Super motivierend alles aufgebaut. Geil. Da fragt man sich aber schon, was machen die anderen Spieler? Na gut, du hattest doch nicht so viele Vorbilder, die es halt richtig gemacht haben. Außer Mario 64. So, was mich mal interessieren würde, wir gucken uns jetzt mal einen Turm an. Siehst du, wie die Textur besser geworden ist? Also ich hätte mir jetzt fast einen größeren Effekt erwartet, aber das waren so die Anfänge. So, ist glaube ich auch voll die Libelle. Ja. Hier ist nichts mehr, aber da hinten, ne? Da kann ich rüberfliegen. Ich würde... Ja, doch, mache ich. Und zack. Cool. Hier ist ein Leben drin. 6. Gibt's da ein Maximum? Achso, hier hinten ist noch. Das lässt sich so super steuern. Das lässt so hoffen auf die Spiele, die danach kommen. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Klobige und ja. Also die Aufnahme ist nicht so lang, nachdem ich das fünfte Element aufgenommen habe, und guck dir einfach mal den Vergleich an. Man muss natürlich wieder gucken, wann kam sie in Europa, wann kam sie. Das erstmal in Amerika oder sonst wo raus. Achso, ich könnte jetzt aber wieder speichern, lustigerweise. Okay. So, wir schauen noch einmal rum. Oh, da oben auch die Bäume und... Ah, schön. Einfach schön. So, da oben ist da noch was. Ja, und hier ist auch noch er. Das Schöne ist, ich weiß jetzt, ein Schlag bringt mir jetzt nicht die großen Probleme. Hast du einen Schlüssel einmal gefunden? Natürlich. Spyro steht jetzt an der Kante oder wie? Ich habe da aber nach hinten gedrückt. War aber seine Kantenanimation, glaube ich. Ja.
schon so die Flügel anvisiert auf Action. So. Geil. Mhm. So, und fliegen wir rüber. Dorthin. Und wer hier neu auf dem Kanal ist, alle 3 Tage gibt es dann eine Folge. Ich hab vergessen, ja, falsche Taste. Genau, alle 3 Tage, das heißt, ich habe immer einen 3-Tages-Rhythmus. Wenn der Slot nicht belegt ist mit einem anderen Spiel, dann gibt es immer ein neues Spiel. Und wenn Let's Play kommt, dann, wie gesagt, alle 3 Tage. Das heißt, ihr habt immer innerhalb von 3 Tagen 9 verschiedene Spiele. Alban. Oh, du bist das. Ich war mir nicht sicher, ob du diesen lästigen kleinen Viechern entkommst. Natürlich lassen die mich in Frieden. Aber hier ein kleiner Tipp. Ihre Rüstung ist feuerfest, aber du kannst sie umstoßen. Ihre Rüstung ist feuerfest, aber... Ach so, deswegen... Ja, kann ich nicht... Ja, okay. Aber die Tipps kommen ein bisschen spät, finde ich. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen frische jagen. Ist das super motivierend. Lichteffekte auch top. Okay, jetzt. So, mal sehen, wie der... Ah, okay. So, und jetzt ist das Maximale, ne? Wenn so leuchtet. Ja, okay. Ja, ich denke, erstmal ist hier nichts mehr. Da unten waren wir, da war nur die Höhle, genau, mit dem Schlüssel. Ja. Gibt es denn hier irgendwie spezielle Tipps zum Einhalten oder? Weil ich muss immer gucken, gerade ist das zeitlich bei mir alles sehr, sehr eng. Deswegen manchmal leider auch ein bisschen übermüdet die Videos. Dann würde ich halt, wenn Zeit besteht, schon mal ein bisschen voraufnehmen. Ein paar Parts. Ist das schön, ey. 14.000, ja. Ah, wisst ihr Bescheid. So, leuchtet das irgendwie, wenn du es richtig abgeschlossen hast? Nee. Ich kann ja mit Dreieck einfach gucken. Vielleicht ist da oben. Muss ich mal gucken, ob das beim anderen Portal auch so ist. Schick, ey. So schick. Es ist Wahnsinn, was auf der PS1 schon möglich war. Guck dir diese großen Welten einfach an. Okay. Ja, das ist halt lustig hier, ne? Der Radius. Okay. Oh, fast bekommen. So, warte mal, hier war da noch irgendwie eine Welt. Ja, vielleicht öffnet sich da auch noch mal ein Portal. Wie, ja, aber er lässt jetzt nicht noch eine fallen, doch. Waren das? Leben oder was? Und das ist aber maximal. Ach, er kann wahrscheinlich deine Leben auffüllen, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, aber hier. Da ist die Höhle und da ist das. Was ist das hier? Stonehill. Ja, aber wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und in 3 Tagen geht's weiter. Wenn es gefallen hat, super, super gerne Daumen nach oben und ein Kommentar wäre super nett. Bis dann.